hochladen. Danke. Offene Gesellschaft Burgfahrt auf YouTube. Um an das, was du mir gesagt hast, nochmal anzuschließen, die Sache mit der Demokratie. Viele von uns sind sicherlich schockiert darüber, wie dünn der zarte Schleier der Demokratie und Zivilisation in Deutschland ist. Wir sind in einem demokratischen Rechtsstaat aufgewachsen mit vielen Problemen, aber wir waren uns dieser Probleme bisher nicht bewusst. Wir haben nicht gesehen, welche Probleme es gibt und wie nahe wir dem Abgrund stehen. Und wir müssen jetzt die Sache mit Corona und die Exzesse, die autoritären, antidemokratischen Exzesse der Regierung ernst nehmen als Warnschuss und dementsprechend Transformationsprozesse, vor allem in uns selbst und wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir uns als Demokraten betrachten, aber auch in der gesamten Gesellschaft vorantreiben. Um das tun zu können, ist aber natürlich auch wichtig, dass wir verstehen, wie wir in diese Situation gekommen sind, erstmal. Deswegen bin ich froh, jetzt eine Heilpraktikerin begrüßen zu dürfen, die uns erklärt, was denn die grundlegenden Probleme und die grundlegenden Fehlentscheidungen im Gesundheitssystem waren, wie sich dadurch eben diese Probleme, die wir haben, abspielen konnten und was uns zukünftig noch droht, wenn wir nicht uns sputen. In diesem Sinne, großen Applaus! Ja, hi, hallo, ich freue mich, dass ich hier bin und hier sein darf und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja. Bei dem Wetter ist das ja wirklich eine Leistung, hier zu sein. Super! Also, wir haben ja jetzt schon, das war der Schnee. Also wir haben ja jetzt 2 Jahre hinter uns, mit 2 Jahren Pandemie hinter uns. Und inzwischen sind ja viele dabei, auch ihre Energien sozusagen in Zukunftsprojekte zu stecken. Aber das ist eine gute Sache, ne? Finde ich auch ziemlich gut. Aber es ist auch gut, seine Vergangenheit zu kennen und die Geschichte zu kennen. Und aus diesem Grund würde ich euch gerne mal eine Zusammenfassung geben. Warte mal, vielleicht kann ich einfach hier raus. Ist ja kein Stress mit dem Schnee. So, hier. Ich würde euch mal gerne eine Zusammenfassung geben, wie das Gesundheitssystem umgebaut wurde, wer dafür federführend war und wann das passiert ist. Ja? Weil das einfach, finde ich, das können Sie immer mal wieder vor Augen führen. Also, das Ganze ist natürlich eine längere Entwicklung. Das wissen wir inzwischen. Es ist ja hier vieles länger eingefädelt, viel länger als wir denken oft. Ja? Das Kaputtsparen, es ist ein Kaputtsparen gewesen und es war ein dramatischer Personalabbau. Die Krankenhäuser wurden als wirtschaftlich unrentabel eingestuft, auch die Kinderkliniken. Der Ursprung geht zurück auf das Jahr 2003, da war Ulla Schmidt, SPD, Gesundheitsministerin, mit ihrem Superberater. Und da könnt ihr mal raten, wer das war. Das war niemand anderes als der nette Herr Karl Lauterbach. Die Änderungen des Systems der Krankenhausfinanzierung wurde von Tagessätzen auf Fallpauschalen umgestellt. Und damit wurden die Krankenhäuser zu Wirtschaftsunternehmen, die rentabel arbeiten sollten. Also ein Krankenhaus, was wir ja eigentlich als soziale Einrichtung ansehen, ja, und auch so wurde es ja auch entwickelt mal früher in der Geschichte, ist jetzt ein Wirtschaftsunternehmen, was rentabel arbeiten soll. Ja, es wird jetzt in den Krankenhäusern nicht mehr gefragt, was braucht der Kranke, damit er gesund wird, sondern es wird gefragt, was können wir mit diesem kranken Menschen alles anstellen, damit wir möglichst beste Geschäfte und möglichst guten Gewinn rauskriegen können? Das Ergebnis ist, dass viele unnötige, aber sehr lukrative Operationen und Untersuchungen gemacht werden,
Künstliche Gelenke werden in Deutschland, Deutschland ist Weltmeister im Einbau von künstlichen Gelenken. Ja, also jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist und in so einem Krankenhaus ist, der kriegt dann den künstliches Hüftgelenk oder neue Knie oder was man da so alles einbauen kann. Auch, weil die Krankenhäuser, wenn sie die Quote nicht halten, dann verlieren sie diese Stationen. Also wenn sie eine chirurgische Station haben und halten die Quoten nicht an Hüftgelenksoperationen, dann werden denen die Stationen geschlossen. Also müssen die wirklich alles, was nicht wegrennen kann, müssen sie operieren. Ja? So. Die Aufenthaltsdauer wurde drastisch verkürzt. Blutige Entlassungen. Ja? Also weil klar, es geht jetzt um Fallpauschalen und wenn ich den Fall, den kann ich halt einmal abrechnen. Ja? Und wann ich den nach Hause schicke, das ist für die Finanzierung völlig egal und schicke ihn natürlich früher nach Hause. Ja? Und so kam es zu blutigen Entlassungen, das heißt die Leute, die hatten die Operationswunden, die waren noch überhaupt nicht verheilt oder da war noch Heilung noch gar nicht angefangen, dann werden die jetzt nach Hause geschickt. Ja? Die Apparatemedizin wurde schön vorangetrieben, ja? Auch teuer und lässt sich gut abrechnen. Ja? Und der wichtigste Punkt ist, dass halt das Personal radikal eingespart wurde. Ja? Es wurde eingespart, es wurde Personal gekürzt, die rennen sich die Hacken ab, die armen Leute, das muss man wirklich sagen. Dafür kriegen sie fast keine Anerkennung, außer dass irgendwann mal geklatscht wurde für sie, wie toll. Und es gibt Lohndumping. Ja, das ist ja klar, wenn ich wirtschaftlich rentabel arbeiten soll, dann muss ich auch sehen, dass ich die paar Leute, die ich da noch einstellen muss, halt möglichst wenig bezahlen. Ja, besonders die privaten Kliniken stiegen aus den Tarifverträgen aus. Das Gesundheitssystem wurde zu einem gewinnorientierten Wirtschaftszweig umgebaut. McKinsey empfahl 2019, Krankenhäuser seien einmalige Investitionsgelegenheiten mit Renditen bis zu über 14%. McKinsey, ja? Investitionsanlageobjekte. Die öffentlichen Krankenhäuser, die waren nicht ganz so lukrativ wie diese privaten Krankenhäuser mit 14%. Die haben ein bisschen weniger, weil die dann doch ab und zu nochmal so einen Notfall aufnehmen müssen, der dann vielleicht doch nicht so rentabel ist. Aber dennoch wird es als Anlageobjekt immer noch empfohlen. Die Misere ist, wie gesagt, schon vor Corona, sogar schon in den 90er Jahren wurde das angelegt. Also in den 90er Jahren hatten wir noch in Deutschland 660.000 Krankenhausbetten mit 2.400 Krankenhäusern. Und die Zahl von 2018, das ist nur noch vor Corona, da gab es nur noch knappe 500.000 Betten, Krankenhausbetten mit 1.900 Krankenhäusern. Und es ist ja in schamloser Weise, in der Corona-Zeit wurden ja weiter Krankenhäuser geschlossen und Betten reduziert. Da kommen wir auch gleich noch zu der Bettenreduzierung. Karl Lauterbach setzte noch vor der Corona-Misere oder vor der Corona-Zeit einen Tweet ab und meinte, dass jedes dritte, wenn nicht sogar jedes zweite Krankenhausbett in Deutschland überflüssig und unnötig wäre. Ja, genau. Und jetzt heißt es, passt auf, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Ja, genau. Wenn man die reduziert, dann sind natürlich auch schnell überlastet. So, das Personal. In den 90ern hatten wir noch so 420.000 und 2018 waren es 100.000 weniger, ja, also 320.000 und es sind jetzt noch weniger geworden. Dazu kommen die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, ja, die rennen und rennen und rennen und ich meine, Pflegekräfte, das ist ja wirklich eigentlich ein sehr verantwortungsvoller Beruf, ja, die sind dafür verantwortlich, dass es den Patienten gut geht, die gucken, ob da irgendwas stimmt mit dem oder ob man da jetzt mal eingreifen muss, ob der vielleicht ein neues Medikament braucht, die früher mal, haben vielleicht auch mal eine nette kleine Hand zum Händchen halten oder mal ein nettes aufmunterndes Wort. Aber dazu haben die natürlich wirklich überhaupt keine Zeit mehr. Ja? Und es wird ja auch nicht bezahlt. Ja. So, was machen die?
die fliehen aus den Berufen. Das ist ja auch kein Wunder. Ja? Wir bilden die Leute aus, ja? Wir bilden die aus, die machen die Ausbildung, ja? Und dann gucken sich das an und gehen aus den Berufen raus. Das heißt, wir haben wirklich die Leute ausgebildet und sie gehen raus, weil man in diesen Berufen einfach nicht normal arbeiten kann. So, Karl Lauterbach selber hat aber ganz gut verdient. Und zwar hat er als im Aufsichtsrat der Röhn-Kliniken kassierte er 500.000 in den Jahren von 2001 bis 2013. 500.000. Okay, klingt viel. Also viele Kranken, also Pfleger, die würden sich darüber freuen. Insgesamt denke ich mal, okay, da haben Leute mehr Geld gekriegt. Also 500.000 ist ja jetzt nicht die Welt. Der ist ein Schnack, ja? Herr Lauterbach ist ein Schnäppchen. So, zum Geld. In den letzten circa 2 Jahren wurden 60 Millionen Euro für zusätzliche Intensivbetten in Deutschland zur Verfügung gestellt und auch ausgegeben. 60 Millionen Euro. Damit müssten ungefähr 13.000 neue Intensivbetten angeschafft worden sein. Und wenn man jetzt auf Divi guckt, wo die denn sind, diese Betten, die sind nie aufgetaucht. Die sind dann nie aufgetaucht. Es wurden immer weniger Intensivbetten. Ja, das kann man ja auf Divi, das ist wirklich eine offizielle Seite, da kann man das nachlesen, dass es immer weniger sind. Und diese 13.000 Betten, die wir mit 600 Millionen Euro finanziert haben, die sind nie irgendwo aufgetaucht. Die stehen wahrscheinlich eingebottet in irgendeinem Keller. Ja? Weil ja auch keine Pflegekräfte da wären, die da arbeiten könnten, ja, und die das versorgen könnten. Also im Sommer 2020, da gab es 30.000 Intensivbetten und heute, das ist der Stand Dezember 2020, waren es nur noch 22.000 Intensivbetten. Also es sind nicht 13.000 mehr, ja, es sind weniger, 8.000 mindestens. Ja? So, also diese Betten gibt es ja, die stehen irgendwo im Keller, genau. Dann gibt es noch die Regelung von dem vorherigen Gesundheitsminister, dem netten Herrn Spahn, der wäre ja auch ganz entzückend, ist er wahrscheinlich immer noch. Und zwar hat er im Januar 2021 hat er eine Regelung rausgegeben, dass Intensivstationen, wenn sie zu 75% ausgelastet sind, dass sie dann mehr Geld bekommen. Ja, wenn ich so eine Intensivstation leiten würde, ich bin ja nicht blöd, ja? Wenn ich bei 75% Auslastung mehr Geld bekomme, dann sorge ich halt dafür, dass da 75% ausgelastet sind. Und wenn das nicht hinkommt, dann stelle ich immer 10 Betten im Keller. Der Keller scheint ja groß genug zu sein. Ja, und an dieser Regel ist auch nie gefeilt worden, die gilt immer noch. Ja? Also wir haben das so lange schon gesagt, wir reden ja schon seit über einem Jahr wird es verkündet. Ja? Aber es ändert sich nicht. Es stört ja offensichtlich auch keinen weiter. Ne? Insgesamt wurden 15 Milliarden Euro seit der Corona-Pandemie in Deutschland ins Gesundheitssystem geschüttet. Was wurde damit gemacht? Also Pflegekräfte wurden weder neu angestellt noch besser bezahlt. Leider nicht. Ja, hätte man ja mal machen können. Aber die Aktionäre wurden beglückt. Ja, das ist ja auch wichtig. In der Pandemie. Die Helios-Kliniken haben 2021 die höchste Dividende in ihrer Geschichte jemals in ihrer Geschichte ausgezahlt. Das ist Solidarität. Ja, das ist echte Solidarität. Ne? Dass es den Aktionären gut geht, das ist ja unser aller Wunsch. Und ja. Das kannst du alles nachlesen. Private Krankenhäuser schwimmen im Geld. Die wissen gar nicht mehr, wo sie es lagern sollen, weil im Keller ist ja kein Platz, da bin ich ja nicht in den Südkreis. So, also alles zeigt, es geht wirklich in die falsche Richtung. Ja, das ist uns ja klar, aber das muss man einfach nochmal so zusammengefasst auch mal hören. Ja? Es kann auf keinen Fall sein, dass ein Gesundheitssystem ein Wirtschaftsbetrieb ist. Das kann nicht sein und das ist eigentlich unser größtes Anliegen müsste das sein, dass das umgestellt wird, ja? Dass das wegkommt von der Rentabilität. Ja? Was könnte man denn tun? Geld scheint ja kein Problem zu sein, wir haben ja schon genug hingeschmissen, da können wir ja mal ein bisschen weitermachen. Ja? Also man könnte zunächst erstmal diesen unsäglichen Pflegenotstand beenden. Ja? Man könnte den Menschen mehr Geld geben und auch mehr Anerkennung, die verdienen sie auch, die machen tolle Jobs und die machen vor allen Dingen jetzt auch in den Grippe- und Pandemiegezeiten, machen die wirklich tolle.
bessere Jobs führen. Wie könnte man es anerkennen und vor allen Dingen auch mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen und viel mehr Personal? Da würden alle von. Es gibt eine Zahl, 10% mehr Personal sinkt die Sterblichkeit von Patienten um 11%. Das ist doch mal eine wichtige Zahl. 10% mehr Personal, 11% niedrigere Sterbequote bei Patienten. Ja, es gibt Zahlen. Ja? Zahlen, ja. Also, dann würde man vielleicht damit, wenn man die ordentlich bezahlt und ein bisschen anerkennt, ja, und bessere Bedingungen hat, dann würde man natürlich auch die Leute, die aus dem Beruf abgewandert sind, wieder zurückkriegen. Die sind ja immer noch ausgebildet, die wissen ja immer, wie es geht, ja. Dann könnte man die zurückholen, das wäre schon mal gut, ja. Ja, und dann eben die Auflösung der Gewinnorientierung im Gesundheitssystem. Es kann eigentlich so einfach sein und das wäre schon mal ein richtig guter Ansatz. Also ich meine, wir haben jetzt hier 2 Jahre Pandemie, aber da ist nichts in diese Richtung passiert. Und das ist das, was einfach wirklich Sinn macht. Das ist der eine Punkt, den ich euch hier heute erzählen wollte. Ich habe noch eine Sache, die ist mir vor ein paar Tagen, habe ich mir das so durch den Kopf gehen lassen. Ich würde euch gerne mal die Postulate, mit der diese Pandemie gelaufen ist, würde ich einmal ganz kurz zusammenfassen, dass wir uns das einfach noch mal so vor Augen führen, womit ist die Nummer hier gelaufen. Ich meine, ihr wisst das alle, ja, aber es ist trotzdem gut, sich das noch mal vor Augen zu führen, weil da ist so ein Schwachsinn, da wird die ganze Zeit bewiesen durch Wiederholen der Behauptung, ja, und durch nichts anderes, ja, dass man sich es einfach noch mal vor Augen führen soll. Zumal der globale Pandemievertrag der Pandemie, der globale Pandemievertrag der WHO, der droht uns ja. Ne? Das wird ja jetzt im Hintergrund, arbeiten wir ja daran, dass die WHO dann federführend sein kann und dass dann die EU und sämtliche anderen nationalen Regierungen in der nächsten Pandemie sich dem Diktat oder der Vorreiterrolle, der Führung der WHO untergeben. Ja? Also dann kann die WHO über alle Regierungen bestimmen und dann können wirklich alle Grundrechte hier sofort mit einem Schritt außer Kraft gesetzt werden, weltweit, wenn dieser Vertrag zustande kommt. Und deswegen jetzt mal die Postulate, mit denen diese Pandemie hier gelaufen ist. Ich erzähle es euch erstmal alle und dann gucken wir die Einzelnen nochmal durch. Also, es wurde die Definition der Pandemie von der WHO 2009, die wurde geändert. Corona wurde als neuer und gefährlicher Erreger eingestuft. Es wurde gesagt, es gäbe keinerlei Arzneimittel für diesen neuen Erreger. Der Glaubenssatz wurde postuliert, Symptomlose können, ohne dass sie selbst irgendetwas spüren, die Krankheit übertragen, alle Krankheiten wahrscheinlich übertragen. Tests aller Arten geben Aufschluss darüber, ob wir krank sind. Masken schützen vor Viren. Völlig neue, noch nicht zugelassene Impfungen schützen vor Corona-Erregern und vor allen Mutanten und beenden die Pandemie und erzeugen eine Herdenimmunität. Das wurde am Anfang so gesagt. Da sind sie ja schon längst von weg, aber es wurde ja am Anfang so gesagt. Long-Covid gab es noch nie, ist jetzt das Schreckgespenst für alle, die sich nicht vor Corona fürchten, aber da kommt dann Long-Covid. Und das Gesundheitssystem, dem droht die Überlastung, das hatten wir eben schon, ne, dass das völliger Quatsch ist, das gab es nie. Ich habe jetzt noch 2 Sachen rausgeschrieben, ich denke, es gibt noch ein paar andere, also zum einen dieser Zahlenwirrwarr mit irgendwelchen idiotischen Zahlenwerten, mit denen sie uns hier totgeschlagen haben, also der R-Wert, falls ihr euch erinnert, ja, jetzt haben wir diese Inzidenz, die soll ja auch nichts aussagen, also diese komischen Zahlen und dann Kinder sind die Ratten, das war ja auch ein Postulat, ja, das sind sie immer noch, die müssen sie immer noch testen lassen. Also wenn man das einfach nochmal im Einzelnen nochmal ganz kurz anguckt, und zwar die Änderung der Definition der Pandemie 2009, das war vor der Schweinegrippe, hat die WHO die Definition geändert. Die Definition hatte 3 Punkte. Neuer Erreger in vielen Ländern verbreitet und gefährlich. Und ein Passus haben sie gestrichen 2009, und zwar den gefährlichen Passus. Den haben sie gestrichen. Jetzt muss also, damit eine Pandemie ausgerufen werden kann, nur noch ein neuer Erreger, ja, und was mutiert, das ist ja immer mal schnell neu, und dann über ein paar Länder gestreut werden.
Neuer gefährlicher Erreger, gut, da kann man drüber streiten, aber ich meine, Corona-Viren, die mutieren, da hast du immer mal schnell einen neuen Erreger, ja? Das interessiert nur jetzt keinen mehr, dass das Ding ewig mutiert, ja? Also jetzt heißt es, ja, die Impfung, lasst euch schön impfen, lasst euch boostern, aber in der Impfung ist nur Alpha und Beta. Es sind nur Alpha- und Beta-Varianten drin. Es ist nicht Delta drin und schon gar nicht Omikron. Auch im Booster nicht. Ich glaube, das ist einfach wirklich fast keine Plan. Da wird mit einem Erreger von vor 2 Jahren geimpft, mit von einem Virus, wo uns die ganze Zeit erzählt wurde, oh, der mutiert so viel. Tut er auch. Ja? Aber dann kann das ja nicht funktionieren. So, symptomlos übertragen die Erkrankung, völliger Schwachsinn, ja? Völliger Schwachsinn, ja? Also selbst das Beispiel, was man da genommen hat, das war eine chinesische Geschäftsfrau, die stand unter starken Medikamenten, deswegen hatte sie in dem Moment kein Symptom. Ja? Also das wissen wir auch, dass das völliger Schwachsinn ist. Tests aller Arten sind nicht validiert. Keiner dieser Tests, auch dieser unsägliche PCR-Test, keiner ist validiert. Und der PCR-Test ist schon gar nicht dazu da, eine Diagnose zu stellen. Das sagen auch alle Fachleute. Und diese komischen Schnelltests, was die machen, das wissen wir ja überhaupt nicht. Aber das ist jetzt der Standard. Und damit werden sie die nächsten Pandemien treiben. Das sagt auch Bill Gates ganz klar. Es wird weiter getestet, die nächsten Pandemien werden durchgetestet mit völlig schwachsinnigen Instrumenten. Man müsste da eine Fehlerquote aufstellen. Ja, man müsste gucken, wo ist denn diese Fehlerquote? Und die müsste man abziehen von Ergebnis. Ja, wenn sie das machen, dann haben sie halt kein Ergebnis mehr, deswegen machen sie auch nicht. Ne? So, genau, die Masken schützen vor Viren, ja, beweisen durch Wiederholen der Behauptung, immer wieder, ja. FFP2-Masken, damit wird geworben, Partikel abweisend, ja, das tun die auch, ja. Partikel von Schreinerzeug, ja, oder sowas, aber keine Viren, im Leben nicht, ja. Gut, die Impfung ist klar. Also der Impfung, da wurde es ja auch am Anfang erzählt, ja, schön solidarisch sein, ja, damit lasst euch impfen. Ja, und inzwischen geben sie ja auch offen zu, es gibt keine sterile Immunität. Sterile Immunität würde heißen, ich lasse mich impfen, danach kann ich es nicht mehr bekommen und kann es auch nicht mehr weitergeben. Aber wir haben nur eine klinische Sterilität, klinische Immunität mit dieser Impfung. Und das heißt, das sagen ja jetzt auch alle, ich kann es bekommen, ich kann es auch weitergeben. Damit kann ich keine Herdenimmunität aufbauen. Und damit ist das alles Schwachsinn. Wer sich impfen lassen will, soll das machen. Ja? Oder auch nicht. Aber die sollen die Leute in Ruhe lassen. Ja? Wer das nicht machen will, es macht überhaupt keinen Sinn, das für alle zu verlangen. So, dann Long-Covid. Long-Covid wurde von der Schulmedizin nie beachtet. Also, jetzt heißt es Long-Covid. Aber ich meine, ich bin ja Homöopathin. Also, ich habe immer die Praxis voll mit Leuten, die nach schweren Infekten nicht wieder in die Gänge kommen. Das ist in meinem Praxisalltag völlig normal, ja, dass man die Leute danach, also manche Leute, nicht alle, ja, dass man die erstmal wieder auf die Beine kriegen muss. Ja. Da haben sämtliche Alternativmediziner, haben dann die Schränke voll mit Möglichkeiten und Medikamenten. Ja. Und ja, das gab es einfach schon immer. So. Dann die Zahl, ja, zu den Inzidenzen, muss ich jetzt nur sagen, unsäglich. Und dass die Kinder die Ratten sind, ist auch Quatsch, hat die Kollegin davor schon viel gesagt. So, liebe Leute, ich finde es einfach gut, dass man sich das mal vor Augen führt, ja. Und jetzt hoffe ich, ihr seid alle schön in irgendwelchen netten Vernetzungen und Zukunftsprojekten. Und man muss ab und zu mal zurückgucken und muss sich die Sachen nochmal angucken. Und man muss auch sowas machen wie hier. Ich finde das total toll, dass ihr es gemacht habt und dass ihr es macht. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir gut weiter durchgehen. Vielen Dank. Tschüss. Das war Heilpraktikerin Birgit und jetzt kommt Musik von Jane und Alex. Letzte wahre Verzeihtier. Weil wenn Eltern Scheiße bauen, dann kaufen sie ihren Kindern immer Kuscheltiere und sagen Entschuldigung. Ne? Deswegen Polly ist das letzte wahre Polly-Verzeihtier. Bitte Polly verzeiht dir und wir Polly verzeihen auch dir. Ja. Und alles so. Zu verzeihen. Also ich bin Polly und ich habe gehört, dass Offenbach den Knall noch nicht gehört hat. Und das kann ja wohl nicht sein, ja? Deswegen muss Offenbach jetzt auch mal den Knall hören, weil der Wecker klingelt schon seit 2 Jahren und er ist so laut und manchmal
manche haben ihn immer noch nicht gehört und schlafen einfach weiter. Sag mal, Jane, mach mal einen Knall rein. Jane, mach mal einen Knall. Alex, mach mal einen Knall jetzt rein. Mach doch mal da den Looper. Mach doch mal hier den Knall. Das war Musik von Jane und Alex.